Hallo Leute, heute ist Montag und außer Einkaufen und ein bisschen am Strand relaxen haben wir gestern nichts getan. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, heute mal eine Runde über den Ardmore Cliff Walk zu laufen. Klein wenig Aussicht und Meeresluft genießen. Den Eingang benutzen wir vom Cliffhouse Hotel her über St. Declan's Hermitage. Da ist der Zugang wunderbar. Viel Spaß beim Zusehen. Geben wir uns dann auf die Fläche mit dem alten Friedhof, der alten Kapelle. Es sind noch verfallene Gebäudereste zu erkennen.
Bei dem Wrack, was wir hier sehen, handelt es sich um die Samson. Die Samson war ein Kranschiff, welches im Dezember 87 von Liverpool aus in Richtung Malta aufgebrochen war. Sie hing im Schlepptau bei einem Zugboot. Allerdings löste sich das Tau in einem Sturm an der walisischen Küste und das Kranboot wurde dann bis nach Ardmore an die Klippen gespült, wo es dann auf Grund lief. Ich musste das Filmen dann nachher auch leider einstellen, weil das da zu überlaufen war und wir wollen ja alle keine Probleme mit der DSGVO bekommen. Deshalb habe ich euch jetzt hier am Ende nur noch ein paar Fotos zusammengeschnitten. Noch ein kleiner Fakt: Der Cliffhanger ist so circa 4 Kilometer lang und ist auch durchaus sehr angenehm zu bewältigen.